Morgen. Das Wetter ist leider immer noch bewölkt, aber dafür habe ich schon heute Morgen einen richtig tollen Ausblick in das Tal hier runter in den Schwarzwald. Den Weg, den ich gerade aktuell laufe, der sieht auch ganz stark aus. Überall diese Buntsandsteine, riesengroße Brocken zum Teil. Und wie man sieht, die Sonne kommt auch wieder raus nach dem gestrigen Regentag. An der Latschekritte geht es jetzt wie so eine Serpentine wieder das Tal runter. Jetzt habe ich gerade unterhalb des Weges nochmal so einen kleinen Seitenweg gefunden. Schaue ich doch mal, wo es da hingeht. Hier die Felsen, das sieht schon mal richtig cool aus. Das hat sich gelohnt, den kleinen Weg lang zu gehen. Denn das ist nicht mal eine richtige Aussicht hier. Also hier lohnt es sich herzugehen, denn es sieht stark aus. Schwindelfrei sollte man allerdings sein, denn da geht es richtig runter. Auch wenn es im Moment richtig anstrengend ist, den Berg wieder runterzukommen, die Natur, die macht das wieder wett. Das sieht einfach spitze aus hier. Oh, was ist das denn? Ich muss mal ranzoomen. Eine Mariengrotte mitten im Fels. Mittendrin, obwohl es hier eigentlich gar keinen Weg hin gibt.
weil bergauf Wandern so viel Spaß macht, geht es jetzt wieder runter zur Schwarzenbachtalsperre, damit ich anschließend wieder steil nach oben zur Badener Höhe laufen muss. Aber so ist das halt. Man sollte den Weg echt in Hoch- und Runterweg umbenennen, nicht den Westweg. Würde viel besser passen. Wassernachschub ist hier aktuell kein Problem. Zur Badener Höhe führt hier durch diesen Geröllweg, kommt einem eher vor wie ein ausgetrocknetes Flussbett. Hier haben zwei Seenblick auf 940 Metern. Das heißt für mich, die letzten 600 Metern ging alles nur bergauf. Noch ein kleines Stück, dann bin ich auch endlich bei der Badener Höhe. Jetzt hier noch eine kleine Pause und dann geht es wieder weiter. Der Herrenwieser See. Und in der Ferne zwischen den Bäumen die Talsperre. Ich hoffe, man kann es erkennen. Noch wenige Meter, dann bin ich endlich am Turm angekommen. Ich hoffe mal, dass man da auch hoch kann.